es ist nicht auszuhalten. 2-mal im Jahr dieses Theater. Nicht auszuhalten, Ruhe! Letzten November habe ich die Polizei gerufen. Aber klassische Musik ist nicht strafbar. Nicht in Hietzing, haben sie gesagt, die Polizisten. Heute wieder, was haben wir denn für ein Datum? Jänner ist nicht und November aber auch noch nicht. Wenn es 2-mal im Jahr ist, dann halten wir das ja aus. Am 25. Jänner sind die Fenster zu und am 30. November ist auch schon früh. Da hört man nur, das nur von ganz weit. Aber heute ist September. Psst. Ist es schon vorbei? Dürfen wir jetzt? Psst. Noch nicht. Das ist Lohengrin. Und jetzt kommt die Meistersinger. Der ist nicht zu stoppen. Nur Wagner. Mensch, das kann ja Stunden dauern. Soll ich die Polizei holen? Die sagen dann wieder, das ist wie mit dem Klavierspielen. In einem bürgerlichen Bezirk mit viel musikbegeisterten Menschen muss man das Klavierspiel in der Wohnung bis zu 8 Stunden aushalten. Sind wir froh, dass der Verrückte nur gelegentlich kommt? Psst, psst. Wir befinden uns hier auf heiligem Boden. Das ist Hietzing. Furtwänglerplatz. Wilhelm Furtwängler, ein ganz großer Dirigent. Hören Sie! Das kann ich nicht sagen, ob das gut ist. Mir gefällt es nicht. Psst. Hören Sie nur, hören Sie! Der ist nicht zu reiten mit seinem Daumen. Man kann ja nicht einmal was fragen. Ich habe eine Idee. In meinem Haus wohnt ein Billeteur. Wenn er zu Hause ist, dann hole ich ihn. Wenn der in seiner Uniform, die er vom Musikverein immer trägt, kommt, dann hat das vielleicht eine Wirkung. Psst, 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 psst. Können Sie nicht leiser drehen? Hören Sie doch! Himmlisch, wie getragen, so langsam. Niemand dirigiert das so langsam. Der hat sich Zeit gelassen. Ich fühle mich wie im Elysium. Können Sie nicht, Furtwängler, etwas dämpfen? Ich muss Sie was fragen. Hören Sie doch nur, hören Sie! Das sagt mehr als 1000 Worte. Na typisch, typisch. Wir sollen in Verzückung geraten und nicht mehr sprechen. 1000 Worte, 1000 Jahre, das 1000-jährige Reich. Auch in 1000 Jahren wird man dieses Dirigat noch schätzen. So, hören Sie mir doch zu. Können Sie Furtwängler hören und alles andere ausblenden? Es gelingt mir nicht immer. Interessant. Wann gelingt es Ihnen nicht? Furtwängler hat sich um die deutsche Musik gesorgt und wollte der deutschen Musik Krise hinweghelfen, und die Krise war aber bloß der Nationalsozialismus. Fällt Ihnen das ein? Gelingt es Ihnen, das nicht auszublenden? Mir gelingt es nicht, die Störenfriede, die beiden hier auszublenden, die immer wieder mir die Polizei auf den Hals hetzen wollen. Es gelingt Ihnen nicht, die Gegenwart auszublenden, aber bei Furtwänglers Vergangenheit gelingt Ihnen das. Typisch. So hören Sie doch, hören Sie. Himmlisch. Mehr als 1000 Worte. Furtwängler hat bis zum Kriegsende dirigiert und mit seinem Auftreten mitgeholfen, den Kampfgeist der Nazis wachzuhalten. Sie haben keine Ahnung von Musik. Glauben Sie, weil Sie Billeteur sind, können Sie einen wahren Künstler erkennen? Aber bei aller Liebe zur Musik. Jetzt sind die Meistersinger zu Ende. Jetzt kann ich Ihnen was sagen. Immerhin hat sich Furtwängler auch für Paul Hindemith eingesetzt, als dieser verfemt wurde. Er hat Hindemith gegen den Vorwurf der Entartung geschützt. Ja, aber Furtwängler hat kein Gespür gehabt für die Opfer, für jene, die fliehen mussten aus dem NS-Regime. Er hat nicht verstehen wollen, bis zum Schluss nicht, bis zu seinem Tod. Wenn ich nicht von der Wilhelm-Furtwängler-Gesellschaft wäre und den Auftrag hätte, am Geburts- und am Todestag hier auf diesem Platz Furtwängler zu spielen, dann würde ich den Bewohnern hier Hindemith vorspielen und dann würden sie mich anflehen. Das ist nicht auszuhalten, würden sie sagen. Das ist entartet, ich bin sicher. Sie fantasieren und zum Raum wird hier die Zeit. Heute ist September. Ich muss mit meinem Spiel die bösen Geister bannen. Historiker haben den Platz als problematisch eingestuft und denken über eine Umbenennung nach oder eine erklärende Zusatztafel. Mein Furtwängler kann sich nicht wehren. Dem muss doch was entgegengesetzt werden. Musik eben. Und das wäre? Jetzt werde ich noch Tod und Verklärung von Strauß spielen. Oder soll ich vielleicht Siegfrieds Tod auflegen? Aber dafür bräuchte ich eine andere Musikanlage. Die Fensterscheiben müssten zittern und die Rollläden vibrieren. Das passt zu Furtwängler, zu Furtwänglers Weltbild. Für ihn galten nur deutsche Komponisten. Mozart, Schubert, Strauß, Wagner. Ich werde Ihnen sagen, was typisch ist. Weil Lohengrin die Lieblingsoper von Hitler war, dürfen wir jetzt diese Oper nicht mehr hören, oder? Das ist doch typisch. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt fährt gleich der Zug ein. Der Zug ist der Schnellbahntakt endlich eingeführt worden in Hietzing seit 1955, seit der Benennung des Furtwänglerplatzes wird davon schon geredet. Jetzt kommt der Zug. Ich weiß es. Was meinen Sie? Wenn Sie von Lohengrin und Hitler sprechen und die rhetorische Frage stellen, dass manche meinen, man könne diese Musik nicht mehr hören oder nicht mehr hören dürfen, dann kommt der Zug. Richtig. Ich war bloß etwas abgelenkt von der essentiellen Frage, ob ich Tod und Verklärung oder Siegfrieds Tod spielen soll. Tod muss sein. Wenn jemand meint, es wäre ein Problem, Lohengrin zu hören, weil dies Hitlers Lieblingsoper war, dann sage ich, dürfen wir nicht mehr mit der Eisenbahn fahren, weil auch Hitler mit der Eisenbahn fuhr? Ich wusste, das kommt. Tod und Verklärung. Zumindest eines lassen Sie mich noch sagen. Musik sagt mehr als 1000 Worte. Psst, das stimmt einfach nicht. Psst. Sie dürfen Furtwängler hören, aber sie müssen anerkennen, dass es unmöglich war, eine Insel zu sein. Eine Insel im Terror gibt es nicht und gab es nicht. Das müssen Sie sich vor Augen führen und dürfen Sie nicht vergessen. Psst, psst. Wir sind nicht in der Oper und nicht im Musikverein. Das Psst, Psst wirkt hier nicht. Hier nicht. Danke.